Der Starter ist in Position, alle Pferde in den Positionen und der Start ist auch erfolgt. Und Mandigo an der Außenseite, Manduro hatte den besten Start, übernimmt auch das Kommando, Early Wings sofort mit in Position. An der Innenseite rückt dann Loreo auf, Cartago mit in vorderer Linie, eine breit gestaffelte vordere Gruppe. Early Wings hat inzwischen das Kommando übernommen von Loreo. Dann an der Außenseite Manduro, dahinter Arrow, fünfter ist Cartago. Dicht auf, galoppiert dann in der Bahnmitte Prinz auf Australia. Das Feld in geschlossener Formation, ausgangs der Gegengeraden. Letzter ist in diesem Moment Federstar. Es geht jetzt auch gleich schon in den Schlussbogen hinein. Early Wings hat das Kommando. Manduro an der Außenseite ist dicht auf, ebenso wie Loreo. Dahinter Cartago mit Arrow. Noch weiter außen, dann sieht man Purus an der Innenseite in sechster Position. Außen daneben Prince of Australia vor Fabioso, der den Platz verbessern will. Am Schluss ist Federstar hinter Kahn. Es geht in den Einlauf hinein auf die letzten 600 Meter. Das Feld orientiert sich ziemlich weit nach außen. Manduro ist sofort an der Seite von Early Wings. Early Wings und Manduro sind die beiden vorderen Pferde. Dahinter kämpft dann an der Außenseite Arrow um Anschluss. Auch Prince of Australia ist mit Cartago zur Stelle. Und noch weiter außen wird dann Kahn eingesetzt. Der wird stärker. Vorne ist aber in der Bahnmitte Manduro. Der macht einen frischen Eindruck. Kahn kommt jetzt in Position. Arrow ist da. Und dahinter Prince of Australia. Aber Manduro. Manduro führt mit zwei, mit drei Längen. Manduro, oh, das ist ein wirklich guter Winterfavorit. Manduro, der macht hier mit seinen Gegnern, was er will. Er spielt mit seinen Gegnern. Fünf Längen, sechs Längen Vorteil. Zweiter wird Kahn, dritter Early Wings.